Einen wunderschönen guten Abend, schön, dass ihr da seid. Ich halte euch hier mal in letzter Zeit sehr unterschiedliche Vorträge. Manche davon bereite ich sehr ausführlich vor und gucke mir das alles ganz genau an. Manche klicke ich kurz bevor ich hierher fahre zusammen. Normalerweise sage ich das dazu, heute dürft ihr raten. Ich will aber gesagt haben, dass ich von nichts, von dem ich hier heute rede, wirklich Ahnung habe und so ein bisschen aus dem Kopf daher rede. Und bitte, bevor ihr da jetzt irgendwie irgendwelche Sachen daraus ableitet, nochmal einmal nachlesen. Wer von euch benutzt Twitter? Das sind ganz schön viele. Ich benutze Twitter auch seit vielen Jahren und auch sehr viel. Und es ist für mich ein sehr primärer und sehr wichtiger Kommunikations- und Informationskanal mit verschiedensten Leuten. Aber eigentlich ist Twitter schon ganz schön doof. Twitter ist irgendwie doof, weil es irgendwie eine große US-Firma ist, die irgendwie alle unsere Daten hat und wer weiß, was damit macht. Aber selbst wenn wir dieses Datenschutzthema mal komplett außen vor lassen, ist Twitter irgendwie doof. Denn Twitter interessiert sich einen Scheiß dafür, wie wir Twitter gerne hätten, sondern ballert die zumindest mal die offiziellen Clients mit immer mehr Werbung voll, mit immer mehr nichtlinearen Timelines, mit immer mehr komischem Quatsch, den niemand sehen will. Und gleichzeitig versagt Twitter völlig darin, gegen Belästigung, gegen Hate Speech, gegen irgendwas vorzugehen. Also eigentlich ist Twitter doof und eigentlich ist das auch nicht neu, aber trotzdem sind bisher alle Versuche erfolglos, mal von Twitter loszukommen. Der älteste Versuch, an den ich mich erinnere, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, war Identica. Identica war der Versuch, ein freies Twitter zu schaffen. Das war zwar zumindest zu Anfang immer noch eine zentrale Plattform, aber immerhin gab es den Source Code dazu. Und Identica hat schon mal eine Sache ziemlich richtig gemacht, wo man eigentlich sagen könnte, Mensch, das könnte klappen. Identica war nämlich API-kompatibel zu Twitter. Das heißt, jeder Android, iOS, Desktop-App, die mit Twitter sprechen konnte, hätte, wenn der Entwickler gewollt hätte, mit 3 Zeilen Änderungen auch mit Identica sprechen können. Das heißt, Identica hat es den Leuten wirklich einfach gemacht, zumindest mal die Tools alle umzustellen. Trotzdem gab es irgendwie so ein paar Jahre, wo man dann zumindest irgendwie so in der Chaos-Community, zumindest manche Leute irgendwie parallel Twitter und Identica benutzt haben, aber so richtig durchgesetzt hat sich es nicht. Mittlerweile, wenn ihr auf identi.k geht, ist irgendwie so eine komische andere Plattform von den damaligen Gründern, interessiert keine Sau mehr. Die Software, die dahinter steht, war StatusNet. War so ein PHP-Ding, das eben so Twitter nachgebaut hat. War nicht besonders toll, weder in Usability oder so, aber hatte halt die gleichen Features, die Twitter damals hatte und die gleiche API. Irgendwann hat Identica dann auch OStatus implementiert. OStatus ist so eine relativ absurde Kombination von diversen relativ absurden Protokollen, die gemeinsam erlauben, dass verschiedene StatusNet-Server, also verschiedene Identica-Klone, miteinander reden könnten. Das heißt, dass man sich irgendwie das Identica nicht nur auf der Hauptplattform benutzen könnte, sondern dass man sich auch das auch selber auf einen Server spielen könnte und dann trotzdem Leuten auf dem anderen Server folgen könnte. Ne, das war irgendwie so der erste Ansatz, Federation für Microblogging zu machen. Den konnte auch Identica dann schon. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem wir das eingebaut haben, war Identica eigentlich schon so gut wie wieder tot und so richtig gelebt hat es ja nie. Hat also nicht so funktioniert. Dann ist dieses OStatus irgendwann zusammen mit dem alten Identica-Source-Code in das GNU-Social-Projekt gemündet. Es gibt wohl die ein oder andere kleine Community, die auf GNU-Social aktiv ist. Und es gibt auch irgendwie nominell irgendwie durchaus eine signifikante Anzahl User, die GNU-Social benutzen, aber so richtig durchgesetzt hat sich nicht. Wenn ihr euch das mal anguckt, macht es auch keinen Spaß zu benutzen. Dieses User-Interface sieht aus wie Twitter vor 10 Jahren. Und da geht auch irgendwie nichts vorwärts und das fühlt sich nicht toll an. Da passiert auch nichts. Und GNU-Social ist aber kompatibel zu OStatus und damit irgendwie immer noch in diesem Protokoll-Layer drin und man kann das auf verschiedenen Servern installieren, die können miteinander sprechen. Es gab noch andere Versuche, es gibt irgendwie Diaspora, das werden vielleicht die meisten schon mal gehört haben, das darunter hieß irgendwie Friendica oder so, da hatte ich irgendwie wenig von gehört. Diaspora versucht ein bisschen ein anderes Problem zu lösen, da geht es nicht um Microblogging, da geht es mehr so, die wollen mehr so ein richtiges Facebook in dezentral bauen, sind damit bisher auch mäßig erfolgreich, das irgendwie an die Leute zu bringen. Also haben wir jetzt verloren.
jetzt vorbei mit einem anderen Twitter kriegen. Vielleicht kriegen wir das nie hin, aber es gibt mal wieder einen Versuch. Und dieser Versuch hat allen bisherigen Versuchen eins voraus, er hat ein wunderschönes Maskottchen. Mastodon ist seit etwa einem Jahr in Entwicklung, hauptsächlich entwickelt von einem Menschen aus Jena. Und Mastodon ist im Grunde eine Neuimplementierung von GNU Social. Es ist kompatibel zu GNU Social, es implementiert auch OStatus, das heißt, man kann mit GNU Social kommunizieren, aber es ist eben einmal komplett neu implementiert, mit statt irgendwie noch auf dieser 2003er StatusNet-Codebasis aufzubauen. Und es fühlt sich halt an wie modernes Web. Das heißt, es sieht irgendwie aus wie TweetDeck und benutzt sich auch im Wesentlichen wie TweetDeck. Und es funktioniert bis jetzt ganz schön gut. Es ist gerade irgendwie ziemlich viel los. Es sind jetzt irgendwie über 400.000 User, von denen man weiß, die irgendwie auf Mastodon unterwegs sind, die jetzt schon irgendwie ihre 5 Millionen Einträge geschrieben haben und die sich, das ist das Coole, auf über 1000 verschiedene Server verteilen. Weil Mastodon macht es wirklich so einfach, wie man es haben will, mit Leuten, die auf anderen Servern sind. Das ist wie E-Mail. Ne? Ihr könnt ja, wenn ihr bei GMX seid, auch jemandem bei Google Mail eine E-Mail schreiben und wenn ihr selber euren Mail-Server laufen lässt, ist auch kein Problem. Das heißt, und Mastodon macht es im User-Interface wirklich einfach, mit Leuten zu interagieren, die auf anderen Servern sind. Das fühlt sich überhaupt nicht so an. Und deswegen gibt es auch tatsächlich verschiedene Server. Es gibt natürlich, wie zu erwarten war, so ein paar große, die waren halt irgendwie früh da. Und aus irgendwelchen Gründen hier, die zwei ganz großen sind beides japanische Instanzen. Irgendwie ist das in Japan völlig explodiert. Aber ansonsten gibt es, wie gesagt, tausende kleine. Es gibt eine Liste von allen bekannten Mastodon-Instanzen, die auch irgendwie so auflistet, wie viele User die so haben und was die so für SSL können und was nicht alles. Und das Coole ist eben, dass es erstmal relativ egal ist, wo man ist, wenn man mit anderen kommunizieren will. Man kann problemlos Leuten folgen, die auf anderen Servern sind. Man kann deren, nicht Tweets, sondern Toots, boosten, nicht retweeten. Das Schöne ist, in der deutschen Übersetzung heißt das auch tatsächlich tröten. Es ist wirklich, wirklich einfach, mit Leuten auf anderen Servern zu kommunizieren. Und gleichzeitig ist es aber auch mit in Mastodon reindesignt, dass man sich irgendwie jetzt doch nicht jeder seinen eigenen Server baut, geht natürlich auch, gibt auch einen Single-User-Modus, sondern dass man sich zu so Instanzen zusammenschließt, die irgendwie thematisch oder örtlich oder irgendwie zusammenhängen. Also dass man so kleine Communities baut, die miteinander vernetzt sind. Und deswegen ist es auch zumindest zur Zeit, solange noch irgendwie auch noch nicht so wahnsinnig viel los ist auf Mastodon, gibt es irgendwie dieses relativ präsent im User-Interface, dass man irgendwie sich die komplette Timeline von allen auf der gleichen Instanz oder von allen Instanzen, die mit der eigenen Instanz verbunden sind, angucken kann, das ist dann die Local und die Federated Timeline. Und das ist irgendwie so ganz nett, weil dann gibt es irgendwie verschiedene Communities mit verschiedenem Fokus und trotzdem schränkt dann das nicht irgendwie ein. Was anders ist, ist bei Twitter, man hat nicht 140, ja? Was heißt es mit derselben Instanz verbunden? Sind nicht alle miteinander verbunden? Du bist erst, eine Instanz ist erst mit einer anderen Instanz verbunden, wenn das erste Mal jemand von der einen jemandem auf der anderen folgt, glaube ich. Ach so, okay. Ja. Weil vorher gibt es keinen Grund. Ja, im Gegensatz zu Twitter hat man nicht 140 Zeichen Platz, sondern 500. Das ist Geschmackssache. Es gibt Leute, die finden das ganz furchtbar. Ich finde das jetzt nach ein paar Tagen ausprobieren doch ganz nett. Und das ja, ist halt so. Mastodon hat relativ ausführliche Settings, wo man für jeden Tut einzeln einstellen kann, wer den sehen können darf. Man kann irgendwie markieren, okay, hier ist irgendwie not safe for work Content drin, der nicht vielleicht direkt in der Timeline jedem angezeigt werden soll, sondern wo man einmal klicken muss, damit man ihn sieht. Und hat auch irgendwie in die Plattform eingebaut Content Warnings, dass man irgendwie sagt, okay, gibt vielleicht Leute, die diesen Tut nicht lesen möchten, weil er bei ihnen traumatische Ereignisse triggert. Jetzt habe ich mal so eine Content Warning ran und dann muss man eben einmal klicken, bevor man ihn sieht. Und das Problem mit dem Vorgehen gegen Hate Speech, gegen andere solche Probleme,
Das versucht man eben über diese Federation zu lösen, über diese vielen kleinen Instanzen, weil jede Instanz in sich ist überschaubar zu moderieren im Falle eines Problems. Und jede Instanz kann sich Regeln geben, wie sie den Umgangston haben möchte. Und wenn es dann Instanzen gibt, die auf denen eben sich überhaupt nicht dafür interessiert wird, wie der Umgangston ist oder so, dann werden die eben von der Kommunikation zwischen den Instanzen abgekoppelt. Das ist dann so ein verteilter demokratischer Prozess, der da entsteht. Das gibt auch so verschiedene Stufen von Blocks. Man kann dann irgendwie sagen, okay, Leute von dieser Instanz dürfen dieser Instanz noch folgen, aber wir wollen nicht, dass die in unserer Timeline auftauchen oder so. Da gibt es so verschiedene Abstufungen, dass man dann sich so über das Netzwerk so kollektiv entscheiden kann, mit wem man kommunizieren möchte oder nicht. Gleichzeitig kann man eben auch Instanzen schaffen, die explizit abgeschottet sind und wo man sich in einer Art Safe Space mit Mitgliedern einer gleichen Community unter selbstgesetzten Regeln kommuniziert, ohne mit der ganzen Welt zu kommunizieren. Da gibt es auch einige Beispiele für und einige sinnvolle Anwendungszwecke für. Oder man kann sich einfach sehr, sehr lustige Communities bauen, die andere bestimmte Eigenschaften haben. Zum Beispiel gibt es die Mastodon-Instanz uolipo.social, auf der Buchstabe E verboten ist. Was total großartig ist. Ich habe jetzt mal ein bisschen mit Leuten auf dieser Instanz kommuniziert. Das macht einen unfassbaren Spaß, Sätze zu bauen, in denen kein E vorkommt. Und als Gegenentwurf dazu gibt es Dolphin.town, wo nur der Buchstabe E erlaubt ist und kein anderer Buchstabe. Es gibt natürlich auch schon diverse Apps für Mastodon. Zum Beispiel für Android Tusky und für iOS Amarok, mit denen man irgendwie unterwegs tuten kann. Und das heißt, das ist alles noch relativ neue Software und da sind noch nicht alle Sachen perfekt und das ist noch nicht alles abgeschliffen. Aber es ist schon ziemlich weit und es ist benutzbarer als alle anderen Twitter-Klone, die wir bisher hatten. Oder nicht Twitter-Klone, alle anderen Twitter-Ersatzprodukte, die wir bisher hatten. Und die schwierige Frage ist jetzt, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das hin, dass Mastodon irgendwie ein Erfolg wird und wird Twitter vielleicht doch irgendwann loswerden als Kommunikationsort für nicht nur unsere Community, sondern alle möglichen Communities? Ich weiß es nicht, aber ich habe mir Mastodon angeguckt als einen Mensch auf Twitter, dem ich folge und der sehr, sehr tolle Sachen schreibt und von dem ich alles sehr, sehr gerne lese, gesagt hat, ich bin jetzt mal eine Woche nur auf Mastodon. Ich mache jetzt mal eine Woche meinen Twitter aus. Und das macht er nächste Woche wieder und sucht möglichst viele Leute, die da mitmachen, weil das vermutlich der einzige Weg ist, wie man Leute animieren kann, sich das anzugucken. Wenn ihr Lust habt, Mastodon auszuprobieren, es ist super einfach. Ihr müsst euch leider irgendwie für so eine Instanz entscheiden. Da gibt es, wie gesagt, Hunderttausende von. Es gibt ein paar große. Es sollte halt irgendwie eine sein, wo ihr die Regeln, die sich diese Community gibt, irgendwie halbwegs gut akzeptieren könnt und wo ihr ein gewisses Vertrauen darin habt, dass die Instanz irgendwie nächste Woche noch da ist. Das wäre noch so ein Vorteil. Es gibt eine, die hier so aus der Chaos-Community kommt. Das ist chaos.social. Da findet ihr mich auch. Das heißt, wenn ihr mit mir auf Mastodon interagieren wollt, findet ihr mich auf chaos.social und dann @rami. Oder wenn ihr das in Mastodon nutzt, rami@chaos.social, funktioniert wie eine E-Mail-Adresse. Ich fände es cool, wenn ihr das mal ausprobiert. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne an euch wenden. Ich habe zwar keine Ahnung, helfe aber trotzdem gerne. Dankeschön. Ja. Wenn ich das selber hosten wollen würde. Ja. Das ist Ruby on Rails. Das ist eine persönliche Geschmacksfrage, wie sehr das wehtut. Es gibt Ansible Playbooks dafür, es gibt Docker-Container dafür. Kann man machen. Wie gesagt, es hat einen Single-User-Modus, der explizit, wo das dann halt irgendwie dir so ein paar nervige Sachen wegfallen, wenn du das wirklich nur für dich hosten willst. Aber ich persönlich kann gut damit leben, in so kleinen Instanzen von so, ich sag mal, 100 bis 200 Leuten mich rumzutreiben. Also Chaos.social ist jetzt gerade bei 200 irgendwas Usern. 222. Genau. Schauen wir mal. Also es gibt welche mit Tausenden, es gibt welche mit Hunderten.
finde ich auch okay, dass es da irgendwie, solange es nicht zu wenig, solange es nicht zu fünf Risiken und vielen Nullen hin konvergiert, ist mir das egal, wenn das zu ein paar großen, ein paar mittleren, ein paar kleinen sich entwickelt. Das finde ich okay. Ja? Dieses O-Status oder was auch ja. immer hintersteht. Gibt es in diesem Protokoll eine Lösung für, wenn man mal das in der Version 2 von diesem Protokoll ausholen will? Och, du fragst mich Sachen, von denen ich wirklich keine Ahnung habe. Keine Ahnung. Also dieses O-Status ist. O-Status. Ich fasse das hier mal nicht mehr an. O-Status ist selber kein Protokoll, sondern so eine Ansammlung von verschiedenen älteren XML-basierten Streaming-Protokollen. Da steckt irgendwie Atom drin, das Feed-Protokoll. Da steckt irgendwie so ein Pup-Sub-Pup-Dings drin für irgendwie Broadcasting und so. Ich kann es ja nicht sagen. Ich nehme schon an. Gut. Wenn es sonst nichts ist, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.